Manche planen schon eine Deutschlandreise. Andere freuen sich auf Entlastung beim täglichen Arbeitsweg. Das 9-Euro-Ticket ist da. Seit dem 23. Mai ist es bundesweit, also auch im Kundencenter und an den Verkaufsautomaten des Schweriner Nahverkehrs NVS sowie der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim VLP verfügbar. Das Ticket gilt bundesweit in allen Zügen des Nah- und Regionalverkehrs sowie in Bussen, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen. Generell, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen, auch den Nahverkehr bei der Eisenbahn, den ICE und den IC-Strecken betrifft das ja nicht. Also mehr Leute im System, die auch das Auto stehen lassen und Bus und Bahn fahren. Das ist das Ziel in allen Bundesländern. Das 9-Euro-Ticket gilt über die Monate Juni, Juli und August für je einen Monat. Wer sich seiner Sache sicher ist, kann das Ticket aber auch schon direkt über die ganze Laufzeit von 3 Monaten erwerben. Das 9-Euro-Ticket soll vor dem Hintergrund steigender Energiepreise eine finanzielle Entlastung für alle aktiven und potenziellen Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Stadt und Land sein. Der VLP freut sich auf das Experiment, das mit einigen Herausforderungen verbunden war. Abonnenten und Schüler, die profitieren natürlich auch von dem 9-Euro-Ticket. Die Abonnenten zahlen eben auch nur die 9 Euro pro Monat. Das passiert alles ganz automatisch. Wenn es per Lastschrift eingezogen wird, reduzieren wir das entsprechend. Oder wenn sie vorausgezahlt haben, kriegen sie eine entsprechende Erstattung. Der Schweriner Nahverkehr sieht in dem Angebot eine willkommene Gelegenheit, sich den Menschen aus der Region zu öffnen. Es ist noch Platz in den Fahrzeugen. Wir haben ja durch Corona in der Regel alle Fahrgäste verloren. Und selbst diese Prozentzahl, wir sind aktuell bei 80% von Vor-Corona-Zahlen. Und das kann man gut auffüllen mit Leuten, die sich jetzt entscheiden. Und touristische Gebiete, und da gehört Schwerin ganz klar dazu, haben einen großen Vorteil, auch wenn Urlauber kommen. Bleibt die Frage, wie kommt das 9-Euro-Ticket bei den Menschen an? Habe ich schon gekauft für die 3 Monate. Man kann ja sparen, wo es möglich ist. Ne? Alles andere wird teurer. Und da hat man wieder eine Alternative für die nächsten 3 Monate. Ja, ich habe es mir vorbestellt. Ist halt günstiger, als würde ich jetzt mir eine Monatskarte holen, sag ich mal so. Ne? Es ist nicht teuer. Für mich ist es perfekt, weil ich jeden Tag 4-mal den Bus nehme. Ja, es ist perfekt. Weil es günstig ist und weil ich damit überall hinfahren kann. Also ich kaufe das 9-Euro-Ticket und ich kaufe es, weil es günstig ist und weil ich damit ja schön mobil bin. Nach Ende des Angebots im August werden die Zahlen aus der Laufzeit des 9-Euro-Tickets ausgewertet. So soll das Angebot evaluiert werden. Das 9-Euro-Ticket wird durch eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel vom Bund finanziert. Hinter den Kulissen wird bereits über eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets diskutiert. Das ginge aber nur mit weiterer finanzieller Unterstützung vom Bund. Alle Infos zum Ticket sind auf den Websites von Nahverkehr Schwerin und der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim einsehbar.